Hallo Leute, willkommen bei Vom Hamsterrad zur Almwiese, einem LS19 Story Let's Play in den wunderschönen Alpen. Dies ist Teil 62. Jo, wir haben Nachmittag. Chris sieht fleißig hier die Felder an. Aber das zieht sich ein wenig. Da hinten ist er. Ja, und ich habe gedacht, mit dem Kuhstall bzw. mit der Kuhwiese mache ich mal Nägel mit Köpfen. Denn ich will das schon so lange machen. Und ich könnte jetzt natürlich erst noch vorher die Wiese mähen und pipapo. Aber ich möchte jetzt einfach hier die Kuhwiese hinstellen. Ja, und am liebsten hätte ich die natürlich gerne Maß angefertigt gehabt. Aber das gab's zurzeit nicht verfügbar. Und dann dachte ich mir, dann nehme ich einfach das, was gerade verfügbar ist, so umzäunungsmäßig und so, und habe auch was gefunden. Jo, und ich würde sagen, diese Kuhwiese stellen wir jetzt einfach mal hin. In dem anderen Stall sind zwar noch genug Platz für 25 Kühe, aber die kriegen die ja auch nach und nach. Wir kriegen aktuell mindestens 3 Kühe am Tag. Dann lasse ich die sich einfach in Ruhe vermehren und hier kommen dann neue Kühe rein. So, da passen auch 200 Kühe rein. Das ist doch wunderbar. Und es ist eine Kuhwiese ohne Stall. Also im Winter können die dann alle oben in den Stall oder so. So, ja, jetzt ist die Frage, wie rum ich das platziere. Also ich denke mal, der Mist sollte auf jeden Fall nicht direkt da bei Berthas Imbiss sein. Aber ich hätte gerne jetzt, also ich würde es eigentlich gerne hier hinstellen. Wie ihr seht, ist hier noch viel Platz. Ich würde da nicht ganz, aber fast 2 solche Kuhwiesen unterbringen. Aber ich denke mal, hier eine reicht. Dann habe ich auch gegebenenfalls noch Platz, um eventuell noch einen Unterstand hinzustellen, falls Bedarf besteht. So, aber jetzt wie rum? Da der Unterstand praktisch dahin kommen würde, wenn ich einen bräuchte, wo ich jetzt gerade bin, wäre es natürlich auch gut, dort die Futterstelle zu haben. Also vielleicht so irgendwie. Dann ist der Mist nicht direkt in der Nähe von Berthas Imbiss. Und Futter und Wasser sind, ja, in der Nähe vom Hof oder dem späteren Unterstand. Ja, die Frage ist, ob ich es vielleicht so hinstelle, dass eventuell auch noch ein zweiter hinpasst. Ich guck mal. So würde ja gehen. Und dann, ja, es ist fast quadratisch. Es wäre wohl so oder so knapp mit 2. So. Wenn ich den hier hinstelle, müsste ich mir so eine Markierung machen können. Gucken. Nee, ich denke mal, das wäre zu knapp mit 2. Und ich will auch nicht noch mehr Kühe haben. Wenn ich 200 in dem einen Stall habe und 200 in diesem Stall, dann ist mir das mit Sicherheit mehr als genug. So oder so. Egal, ob ich die Käsefabrik kaufe oder nicht. Ich bin ja auch so ganz gut beschäftigt. Gut, dann stelle ich den einfach mal hier hin. Nur 1, 2, 3 klickmäßig. Das ist immer eine tiefgreifende Entscheidung. Okay. Ja, er braucht kaum Erdanpassung. Das heißt, er wird keinen großen Hügel produzieren. Schauen wir mal, ob das geklappt hat. So, flitzen wir da gleich mal hin. Och, das sieht doch halbwegs manierlich aus. Hier könnte man da mal Gras nacharbeiten oder Erde hinmachen. Aber ansonsten sieht das ganz manierlich aus. Das ist übrigens
Ein Mod, den ich mal gemacht habe, den könnt ihr euch auf meine Homepage omatannerspiel.de runterladen. Das ist der erste Stall, den ich gebaut habe. Und da habe ich im Prinzip im Wesentlichen das Haus entfernt. Der hat aber den Nachteil, dass der Mist nicht spawnt. Da warne ich euch gleich vorher. Aber wenn man jetzt mit Mist auf dem Feld düngen will, kann man einstellen für den Helfer, dass der den Mist aus diesem Stall beziehen soll. Also der Mist wird produziert und zählt hoch, aber er spawnt nicht, man sieht ihn nie. Zumindest hat es noch nie geklappt. Vielleicht klappt es ja jetzt, aber ich glaube es eigentlich nicht. Da habe ich irgendeinen Fehler drin, so dass der Mist nicht erscheint. Aber ich dachte mir, das ist mir ganz recht. Da oben habe ich sowieso gigantische Mistberge. Und wenn man den hier sozusagen per Funktion rausholen kann, ist mir das auch recht. Ja, dann sollten wir doch gleich mal ein paar Kühe kaufen, würde ich sagen. Auf jeden Fall haben sie hier ganz nett Auslauf. So. Hole ich mal den Tieranhänger. Man könnte jetzt da, wo noch Platz ist, sogar noch Gras mähen, wenn man will. Aber ich werde mir dieses andere Feld kaufen. Und dann lasse ich da den Chris Heu machen. Denn das Feld ist schön viereckig, das kriegt der Chris bestimmt gut hin. So. Gut. Die Milchgroßbäuerin. Jawohl. Ups, sorry, sorry. Ja, da der Chris hier ziemlich lange braucht für das Ansehen, werde ich vielleicht später mal dieses Sojabohnenfeld ernten. Aber erst kümmere ich mich jetzt um die neuen Kühe. Ich denke mal, ich nehme hier nur schwarz-weiße, also Holsteinkühe. Dann ist es irgendwie einfacher, da zahlenmäßig den Überblick zu haben. So, keine rosa Schweine. Schwarz-weiße Kühe. Jawohl. Gut. Prima. So.
Gegenverkehr. So. Gut. Jawohl. Na wunderbar. Ich denke mal, ich bleibe dann gleich hier stehen, weil ich bestimmt später noch mehr Kühe kaufe. Ja, na schön, dass du gleich kommst. Ah, ich dachte, sie kommt auf mich zu und will sich von mir streicheln lassen. Na, es sind ja keine Streichelkühe, sondern Milchkühe. Ja, freut mich, dass ich jetzt hier auch eine Kuhwiese habe. Im Prinzip könnte man ja die Kühe dann im Wechsel mal hier, mal dort haben oder so. Also, dass man die mal auf die Wiese treibt und dann wieder in den Stall bringt. Aber ich denke mal, das ist eher theoretisch. So, Kuh, guck doch mal. Und lächeln. Bitte lächeln. Ups. Mu. Ja, so ist gut. Sehr schön. Ja. Sehr gut. Ich danke. Gut. Oi, oi, oi. Jetzt brauchen die natürlich auch Wasser und Futter und so. Da kümmern wir uns gleich mal drum. Ich trinke mal zuerst Wasser. Ups. So. Packen wir den hier gerade noch drauf. Jawohl. Und dann holen wir uns den Wassertank. So. Jetzt steht natürlich der Tieranhänger da ein wenig im Weg, aber das kriegen wir schon hin. So. Vor allem werde ich jetzt hier erstmal so einen kleinen Hydranten platzieren. So. Da. Oder nehmen wir so einen noch kleineren? Wir nehmen so einen noch kleineren. Ist noch unauffälliger. So. Drehen wir mal ein bisschen. Wunderbar. Dann rangiere ich mich da jetzt mal so hin. So. Okay. Ja, vielleicht noch ein Stück zurück. Ja. Schauen wir mal, ob wir auch gleichzeitig auffüllen können. Anscheinend nicht. Das wird zu schnell weniger. Aber dann muss ich halt nur noch ein Stück zurückfahren. Und dann geht das schon. So.
Ah, mehr wollen die gar nicht. Naja, vielleicht sollte ich aber trotzdem hier auch stehen bleiben, denn die wollen bestimmt bald mehr. Wenn ich mehr Kühe habe, nämlich. Warten wir mal, bis es voll aufgefüllt ist. Und dann kümmern wir uns um die Fütterung. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal meinen anderen. Ich glaube, der Chris hat den anderen Fendt. Ja gut. Dann nehme ich mir hier den großen Fendt und hole eine Fuhre Mischfutter. Und einen Besen muss ich kaufen, ganz dringend. So. Gut. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie viel reinpasst. Ich glaube knapp 30.000. Dass ich das immer vergesse. Ja, 29.000. Dann nehmen wir also etwa knapp 15.000 Silage. So. Jo, das müsste hinkommen. Und dann nehmen wir... So bis etwa 22.000 Heu. Ja, und Heu muss bald nachgemacht werden. Dafür kaufe ich dann das andere Feld. So. Gut. Und der Rest jetzt Stroh. So, dann sollte ich jetzt mal die Ausladestelle verschieben. Gut, Mischration. Jawohl. Ja, so allmählich müsste man das hier auch zu sehen kriegen. Ja, jetzt kriegt man es so langsam zu sehen. Sieht man mal, wie gefräßig die sind. So ein ganzer Wagen für die paar Kühe. Aber gut, es ist für 10 Tage. Jo, die können sogar noch eine Portion gebrauchen. Aber ich denke mal, Nachfütterung mache ich, wenn ich noch mehr Kühe drin habe. Sie kriegen aber jetzt noch Stroh.
Das holen wir am besten auch einfach mit dem Futtermischwagen. Warum brauchen die bestimmt nicht? Nehmen wir mal so ungefähr 10.000 oder so erstmal. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder umschalten, jawohl. Ich meine, dazu muss man natürlich eigentlich anmerken, dass echte Kühe auf echten Kuhweiden weder Gülle noch Mist produzieren. Und man streut ihnen die Wiese normalerweise auch nicht mit Stroh ein. Also das ganze Konstrukt ist unrealistisch. Aber man möchte ja praktisch die volle Kuhfunktionalität gerne haben. Ja, darum hat es hier diese ganzen Gülle- und Mistanlagen. Aber in echt wäre das nicht so. Und in echt würden sie Gras einfach so fressen. Also ein Teil von ihrem Futter würden sie einfach so durch auf der Wiese fressen bekommen. Dafür stehen sie ja auf der Wiese. So, ich denke mal, den räume ich jetzt noch nicht weg. Lass ich den jetzt einfach mal hier stehen. Ja. Auf jeden Fall möchte ich ja gerne noch mehr von den Kühen kaufen. Und wenn ich dann Zeit habe, heute Nachmittag noch, dann werde ich mich mal um das Sojafeld kümmern. Ja, aber ich denke, das war's mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.